Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Genshin Impact. Nachdem wir in der letzten Aufnahme ganz schön und gepflegt Linné und Lynette aus ihrer Misere ziehen konnten, da ich Superverteidiger Anjo natürlich der Beste weit und breit bin. Ja, du brauchst jetzt gar nicht zu sagen, aber Annie, du hast aber ganz schön an den Beweisen gestruggelt, ne? Oder mit den Beweisen gestruggelt. Und sprechen kannst du auch schon wieder nicht. Bist echt doof. Komm. Das haben wir nie gesehen, ne? Das haben wir nie gesehen. Das ist nie passiert. Beweise braucht ihr mir auch nicht bringen, denn ich weiß, dass die nur gestellt wären, ja. Ich, super Anwalt, super Verteidiger Anjo, hab das alles mit links gemacht, ja. Und ja, für mich ist jetzt auch Nahtland draußen, also für euch natürlich auch, aber für mich jetzt. Ihr wisst, ich habe immer eine Woche Vorlaufzeit, um alles aufzunehmen, da das sonst ja leider zeittechnisch nicht funktioniert, aus zeittechnischen Gründen. Deswegen bin ich ja immer eine Woche im Vorlauf. Das heißt, für mich ist jetzt Nahtland tatsächlich draußen, für euch schon eine Woche. Und warum ich das sage, ja nee, nicht deswegen, Kasu Baby. Ich kann mir noch einen Fünfer ziehen und ihr wisst genau, wem ich nehmen werde. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Es wird natürlich Tainari sein, aber ich dachte mir, ich zeige euch das nochmal. Ihr könnt jetzt, weil ich glaube, Vierjähriges ist. Leute, ist Vierjähriges oder ist es fünf? Sind es fünf Jahre? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Bitte korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist jetzt Vierjähriges. Und wir können uns aus dem Standardbanner einen Charakter ziehen. Ich meine, ich habe zum Beispiel Dea noch nicht, ne? Und Mona habe ich hier, glaube ich, auch noch nicht. Aber die bringen mir in dem Moment nichts, weil ich halt eben mit Tainari momentan spiele. Auch wenn ich gerade versuche, Nivea hochzuziehen. Aber ja, da sind wir wieder bei der Zeit, ne? Auf jeden Fall werde ich mich wieder für Tainari entscheiden. Und warte, ganz kurz, seht ihr das? Hier sieht es so aus, als ob da demnächst einer hinkommen würde, jetzt wo Dilux Hände sind. Aber das sieht schon ganz gewaltig danach aus, als würde da demnächst einer erscheinen. Ich meine, wäre auch an sich logisch, wir haben Tainari und der. Oh nee, doch nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht logisch. Kam nicht zu jeder Nation einer dazu, aber in Fontaine kam ja jetzt auch keiner dazu, ne? Naja, komm, wir gehen weiter. Ich sollte mich nicht so sehr damit aufhalten. Also, wir nehmen da, Tainari. Ja, gib ihn mir. Tainari ist jetzt T1. Das machen wir noch ganz schnell. Schwuppdiwupp, Sternbild. Oh yeah, Baby. Und jetzt ist natürlich, Leute, mein Kasu-Baby ist jetzt auch wieder da, ne? Aber Kasu bringt einen erst C2 was, weil sein C2-Skill der absolute Burner ist. Ich bin aber noch am Überlegen, meine Lieben. Ich bin noch am Überlegen. Wir gucken mal. Ich meine nicht, dass ich den ziehen würde. Ich habe nur 16 Puls, wie du gerade gesehen hast. Aber ja, gut. So, nachdem ich dich jetzt 4 Minuten zugequatscht habe, gehen wir jetzt endlich weiter. Ach so, ich muss noch erst was gucken, weil ich, eigentlich weiß ich, dass ich es gemacht habe, aber ja, habe ich gemacht, ich habe lauter gestellt. So ist das im Leben, ne? Wir kommen bei einer nicht professionellen VTuberin. Okay, wir gehen jetzt einfach weiter, sonst wird es traurig. Nadia, wir haben gerade über dich geredet. Hey there. Hallo. What was with the disappearing act you pulled right as the trial ended? Were you looking for us, Navia? Hast du uns gesucht? Well, okay, ich dachte, die wollen jetzt nicht exactly over, is it? I do feel that we're getting closer to solving the serial disappearances case, though. Don't you think so too? Ja, was das angeht, ne? Tut mir leid, Navia. Huh? What's wrong, my dear partner? Ich habe diesen Fall nur untersucht, um Linné zu verteidigen. Nicht, um das massenhafte Verschwinden der Mädchen zu untersuchen. Wir machen das erst. Das zweite ist irgendwie so fies. Besides, are you sure we're the ones who've been cracking auch Paimon hat ihre Brille nicht mehr auf. And given that there's new evidence from the trial, there should be a trail of breadcrumbs for the Hydro Archons people to follow now, right? Right? I see. Well, I won't lie. I'm a little shocked to hear that from you.
Ja, warum? Eigentlich sind wir nur hier, um unsere Schwester zu suchen. Wir werden immer reingezogen. Sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that, Navia. Dann nick ich einfach mal ganz gekonnt drauf. Oh, and we were having so much fun investigating with you, too. It was like having new waters flowing into a stagnant mire, causing new hope to spring forth and the reflection in the murk to become clearer. Sorry about that. I'm a bit prone to nostalgia. Okay. Don't mind me. Ja, alles klar. Wait, shall we have a farewell meal? You know, to commemorate our time as partners? Huh? Do we really need to get that formal? Well, guess you really did treat us as partners, huh? Well, I just like to have a proper ending to every important memory. That way there are no regrets later. Anyway, it would just be a meal, so it shouldn't take up too much of your time. Essen geht immer. Ich war vorhin auch frühstücken. Oh, das war so gut, Leute. Njam, njam, njam. Ich liebe frühstücken. Gehen zu können. Ich weiß nicht, welche Mahlzeit eure liebste ist am Tage, aber für mich ist es definitiv das Frühstück. Oh, das ist so lecker. Wenn du meinst, auf geht's zum Abschiedsessen. Nur mal so ganz kurz nebenbei. Oh, wonderful. In that case, why don't we return to the Court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? I believe we'll make it just in time for dinner. All right then, let's have our farewell meal. Okay. Präludium von Blanchard. Und was stand da noch? Wow, ich kann kein Französisch mehr, Leute. Ey, ich kann nur noch sagen, je m'appelle Annie. Bonjour. Ça va? Okay, geh zum Hotel de Boer. Ups, nee, ich wollte F drücken, nicht E, Kumpel. Das war's mit Französisch bei mir. Wenn du es nicht anwenden kannst, dann vergiss da einfach wieder alles. Ist wie mit Koreanisch, ne? Ich kann zwar noch die Schrift lesen, ne? Und wenn das auf Englisch ist, also viel aus dem Koreanischen, beziehungsweise viel aus dem Englischen wurde halt im Koreanischen übernommen. Und die haben das halt einfach nur einkoreanischt. Aber wenn du es liest, kannst du noch herauslesen, dass es ein englisches Wort ist und damit weißt du, was die wollen. Aber alles andere könnt ihr vergessen, ne? Was haben wir hier? Achso, ich glaube, das ist nochmal... Oh, wow, das ging ja flott. Super. Wo muss ich nochmal hin? Zum Hotel. Meine Güte, irgendwie kommen wir gerade nicht vorwärts. Merkst du auch, dass ich dich voll zulabere heute? Ich habe anscheinend einen guten Tag. Ja. So halbwegs. Ich musste wohl schon wieder eine Überweisung holen für meine Schmerzen. Oh, es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich, dass dir auch keiner hilft, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ist egal, Leute. Also es hat eigentlich nicht gut angefangen, aber ich habe jetzt gerade auch keine schlechte Laune. Ich meine, man muss mit den Gegebenheiten leben, ne? I came here several times with my father when I was little. But stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Paimon's getting excited already. Oh, in that case, I'll go order for us first. Okay. Please wait here a moment. Order uns was Leckeres. Ich hätte gern einen Kuchen, denn gefrühstückt habe ich schon. Okay, das esse ich auch. So oh, ist das eine Pilzsuppe? Ich glaube, das ist die Pilzsuppe, ne? Was sind das? Fish and Chips? Why, oh, geil. Und hier, guck try mal. Like. Kräuterbutterbrot oder Knoblauchbrot. Ja gut, time. Das ist jetzt nicht so meins Lasagne. Das kann einer von euch haben. Mag jemand Lasagne? Ich gebe es euch gerne. Then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? Die Kante, der Knus, je nachdem wie ihr das nennt. Ich liebe die Kanten. Wieso ist ja keins? Oder soll das eine Kante sein? Dann sieht die aber sehr seltsam aus. Okay, ich sollte nicht so viel über das Essen hier rumschwadulieren. Wir machen weiter. Ne? Oder wollen wir uns das Essen weiter angucken? Ja, ich weiß, ich höre schon auf. Ich weiß, heute ist irgendwie mein Plaudertag. Ich mache schon weiter. Ein Grund zum Feiern. Gute Zusammenarbeit. Oh, true. Very true. In that case, Boss, we'll have another two dishes. Woo! Paimon didn't mean that you had to order even ich aber. Noch mehr Pommes frites, bitte.
speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this is all happening? Oh, guck mal, unsere Pommes sind immer noch da. Well, die wissen, was ich will. We've certainly taken a big step forward. But I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If only that guy could have finished speaking! We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability, it's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single, narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough. Which is exactly why the Spina di Rosula exists. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. Bin, aber ich will. To seep into the cracks where filth falls through. Where their watch fails them. That's the kind of problems we solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Hast du meine Schwester gesehen? Like, what are your future plans? Wir wollten den Hydro-Archon um Rat bitten, aber irgendwie scheint sich diese Gelegenheit nie zu bieten. That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. Didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydro Archon. Yeah. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah. We've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Well, would you consider some more, Wir sollen ein Verbrechen begehen? Ways? Dann landen wir aber wieder vor Gericht und da können wir mit dir sprechen, let's say, questionable legality? Ja, was hast du vorzuschlagen? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the opera house, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? Could you suggest something a little more practical? Okay. This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then, wake her up in the dead of night and demand answers. Okay. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. But that's not really the problem. Yeah. The problem is, we don't want to get ourselves arrested. Valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. Hello? Wir sind hier in Fontaine. Wie kannst du denn sowas nicht bedenken? Ja, wie kann man sowas übersehen? All right. No more joking around. Perhaps you could. I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusation she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does make some sense. Es wäre ein Versuch wert. Ist sie wirklich der Typ Mensch, der sich schämt? Ja, so kommt sie nicht rüber, ne? Why don't we give it a try after this meal? Okay. You know, strike while the iron is hot and all. Paimon, did you drink my Fanta?
was this your drink? Mensch, Paimon! Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? Ja klar, wenn sie hier sitzt und Paimon no, da. It's fine. Obwohl, wenn das die Tasse ist, dann ist sie wirklich sehr weit links. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. Stimmt, meine schmeckt genauso. Is that so? Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. Oh, seht euch die Cupcakes an. Eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. Danke. Oh, so full. Paimon can barely float anymore. Dann lande mal lieber und geh zu Fuß. Du kannst ja etwas niedriger fliegen. Can't you see Paimon's barely an inch off the ground? Nein, kann ich nicht sehen. Okay. As for expenses this month, we're left with... Oh nein, hat sie jetzt alles ausgegeben? Hey, Navia, what are you doing over there? Oh, nothing, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Oh nein, sie scheint die Fassung bewahren zu wollen. Das Essen war schon recht teuer. Paimon, dieser Vielfraß. Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia! Ich hoffe, sie kann sich jetzt sowas zu essen kaufen. Goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya! See ya! See you around. Grundlos gefallen wie ein sanfter Regen. Neuer Abschnitt. Let's go! Geht zum Brunnenplatz vor dem Opernhaus. Das tun wir doch glatti. Warte, ich bin falsch. Ich muss hier hin. Oh, wir sind schon da. Hello. Hello. Okay, es dauert noch 10 Jahre. Hello. So, jetzt aber. Hello. There aren't many people around anymore. Looks like that boat we took to Aranias might have been the last one. Vache. Vache. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Ja, ja, sie ist klarer als tagsüber. Ja, wahrscheinlich, weil jetzt nicht so viele Leute hier rumwuseln. Ugh, that's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Vache? Vache? Das ist so gruselig. Hey, why are you still walking towards it? Na, geh nicht hin! Anjo! Ich spüre sehr starke Gefühle, meine Wahrnehmung, sie vernebelt sich. Huh? Hang on. Paimon can kind of hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey! Geh nicht! Stop walking! Kubelet! Retter uns! Ich kann's mal wieder nicht lachen, sorry. Oh wow, hello! Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das für ein Ort? Vache, are you my dear Vache? Nein, ich bin der sexy Anjo. No, wait, you seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Ich kenne keinen Vache. Darf ich fragen, wer du bist? I'm... Wait, who am I? I'm very sorry, I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land? Du warst ein... Oh, sorry, girl. Du warst einst ein Mensch? Yes, that is what I was once. But now... I am but the consciousness of one who has lost their form.
du hast deine menschliche Gestalt verloren. I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water. Oh. And it all grew dim. Rosa-blaues Wasser, ist das etwa? Ist sie etwa eines der Mädchen, das aufgelöst wurde? I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. And I also loved him equally as much. But now, we can no longer go back. The pain of such parting, I never knew how heavy it could be. Willst du, dass ich Vache für dich finde? No. Our reunion no longer has any meaning. No. There is no way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. Also let it go. If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. Ich bin mir sicher, dass dich auch nicht so einfach vergessen wird, my girl. Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. Okay, willst du damit sagen, war Vache etwa Zeuge, wie du dich aufgelöst hast? Is that what you call it? Dissolving. Freedom! If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. Es ist fast so, als würde nach dem Verschwinden des Körpers das Bewusstsein in irgendeiner Form weiter bestehen. I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. Okay, es ist Zeit zu gehen. Goodbye. Etwa Palmern? Ach ja, ich frage mich, wie viel Zeit in der Realität vergangen ist. Oh ja, ja, jetzt fällt es mir einfach so ein. So, liegst da 10 Jahre auf dem Boden oder wo auch immer du gerade bist mit deinem echten Körper und denkst du so, ja, das Leben ist so schön. Farewell then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. Okay, ich werde es ihm sagen, wenn ich ihn finden sollte. Es ist dunkel. Oh, girl! What? What? Wir werden angegriffen? Warte, ich muss mein Trinken mal wegstellen. What? Yeah, ihr beiden Dudes, ihr seid so cool. Und du bist auch cool. Navia ist also wirklich. Ich liebe sie. Auf platonische Art und Weise. Nur mal so nebenbei. Dear God, it's a whole army of Gardamex. Jo! Warum sind die denn jetzt böse? Woo! Clorand? Mist, mir fallen gleich die Knöpfe ab, Sister! Die ist auch echt sexy, ne? Also hat mir ein bisschen zu viel Boobies, aber... There's a chance! Ah! Oh, wie kann man nur so cool aussehen? Kann you lauf, my boy! Lass die einfach nach. Mädelspower hier. Ja, Mädelspower. Wow!
Fehlt nur noch unsere coole Noelle dazu. Noelle wäre auch noch richtig geil gewesen. Und wer jemand hat was gegen Noelle? Das ist eine richtig coole Socke. I should thank you for lending us your sword there, Clarand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? Followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Kanis's last wish was for me to ensure your safety, Navia, and I will not betray his trust. He would do the same, were he alive today. Do not speak of my father. Mach das bloß nicht. Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Oh, ihr seid so cool, ihr beiden. Hört bloß auf. But do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? Ja, hast du es gerade nicht gesehen? But I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. Oh, sie könnte die nächste sein. I'm sure they've known about me. To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these Gardamecs? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these Mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league, then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating, no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clarand. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. Good day! Bye! Hey, warte mal, kann ich mich mitnehmen? I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clarand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relations a little. I know, I just... She's... Was ist gerade passiert, war das? Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Ja, I'm sorry, ich musste mich auch mal ein bisschen ausruhen, ja? And Nadia and our gang saved us! Danke! And there was that champion duelist named Clarand who came out to save us too. We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. Alleine hätte Paimon es nicht mit ihnen aufnehmen können. Paimon hat bisher noch nie mitgekämpft. Aber warten wir mal die Pausen ab. Wir wissen ja, irgendwas stimmt ja mit Paimon nicht so, ne? Ich bin gespannt, was da später noch passieren wird. Bestimmt ist das die krasseste Kämpferin weit und breit. Hast du dich etwa schon immer zu den Kämpfern gezählt, Paimon? Danke für die Rettung, Navia. Oh, komm now. Wir lassen mal Paimon gerade. Forget all that polite talk. Wenigstens fliegt die nicht weg und lässt uns alleine. Ne? Also, das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Not for me anyway. In truth, I hope that every meal we have together shall be a victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. Woohoo! It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's enough. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Hast du geschrien oder Paimon was? Contributed somehow? Oh, Paimon's even more amazing than she thought. Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. Oh. How did that happen? Okay. After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said.
that the fountain tasted kind of salty and icky? Oh, wurden wir unter Drogen gesetzt? Drogen? Ich sag das extra so, damit ich keinen Strike kriege. Nein, war ein Scherz, aber man sollte ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt, ne? Du meinst, ich dachte damals schon, dass da etwas nicht stimmte, war mir aber nicht sicher. Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color oh nein, of the haben drink, wir Wasser getrunken? Had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Ach du Schande, wer draufgegangen? Yes. So, if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. Gott sei Dank haben wir es getrunken. Ey Leute, ich kann mich daran völlig mehr erinnern, ne? Ein Glück, dass Paimon und ich nicht aus Fontaine stammen. Ansonsten wären wohl auch wir zum Meer geworden. Ja, es Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin ein bisschen komisch drauf. Und nein, ich habe keine Schmerzmittel oder so Indos, ja? Also es ist heute vollkommen... Ich hab keine Erklärung dafür. Ich habe auch keine Ausrede. Ansonsten wären wohl auch wir. I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no trace wow, at all. Wow, Paimon, zum That's Glück. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. Essen und so. But why would they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. Oh, now we're caught up in this mess. Ja, wir stecken too, immer bis zum Hals in Schwierigkeiten. You did foil a plan that they were probably pretty proud of. Dabei machen wir immer überhaupt nichts. Wir rutschen ja überall Speaking einfach so rein. Which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Ja, naja, wir konnten da was hören, ne? That the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vashe again. Oh, and this time Paimon heard it too. But it was real faint. Ja, aber verdünnt geht das ja noch, ne? Was war das? Verdünnt hatten wir mehr... eine höhere Aufmerksamkeitsspanne? Ne, wir waren glücklicher, ne? Irgendwie so war das. Lynette zufolge hat das Hören dieser Stimme etwas mit dem Empfinden des Hydro-Elements zu tun. Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. Ich habe da ein paar neue Informationen. New intel? While you were out cold? Ja, ich arbeite auch, wenn ich da rumliege, ne? Also, kannst du meine Scheibe von abschneiden? Die Stimme im Brunnen gehörte zu einem der vermissten Mädchen. Dieser Vashe war wohl Augenzeuge davon, wie sich das Mädchen auflöste. Oh, that is important. Du berichtest allen, was geschehen war, während du mit dem... Vashe? That name doesn't ring a bell. Okay. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been threatened? Behaupt noch am Leben ist. Wir sollten versuchen, ihn zu finden. Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Alles klar, Partnerin. Willst du mich nicht mit einbeziehen? Oh, wir machen das Erste. Oder wird sie glücklich sein? Oh, you mean you help us investigate? Ja! Well, you did say that our farewell meal naja, wir sind really ja nun schon wieder mittendrin. Was soll ich denn machen? Ja, genau. Wir haben keine Möglichkeiten mehr. Mit mir legt man sich besser nicht an. Sie werden sich wünschen, sie wären nie geboren worden. Also manchmal ist der Traveler ja echt so ein bisschen crazy drauf, ne? Wir nehmen das erste. Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. You talk Lass too much. Doch, Mensch. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. Okay. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But... we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. Oh mein Gott, das werde ich nicht aussprechen können. Das mache ich auch nicht, Leute. Geh zum Stützpunkt der Spina di Rosula am Hof von Fontaine. Warte mal, kommen wir da einfach so hin? Okay, Glück gehabt. Machen wir das noch? Wartet mal. Ich nehme jetzt 34 Minuten auf.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eine schlaue Idee ist. It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Huh, very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. Yeah. Nee, kommt, ich mach hier Feierabend. Es ist immer sehr schwer herauszufinden, ob wir nicht in die nächste lange Geschichte reindümpeln. Das letzte Mal haben wir ja über eine Stunde gebraucht für Lenny und Lynettes, Gerichtsverhandlung. Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil ich... Es ist alles sehr verschwommen in meinem Kopf. Ich weiß jetzt gerade nicht, was genau passiert. Ich habe auch vergessen, dass da jetzt so eine krasse Szene kommt. Wir machen... Jetzt noch die Errungenschaft, die wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, so viele haben wir auch gar nicht. Detektiv im Einsatz ermittelt als Lynettes Repräsentant die Wahrheit über den Vorfall. Ein Wendepunkt großer Zauberei. Die Oratrice Mechanique d'Analyse Cardinal hat ein Urteil gefällt. Nicht schuldig. Präludium von Blanchot und Noircourt. Ich kann einfach kein Französisch mehr. Schließe, ja, ab. Und... Alter Schwede, das könnt ihr voll vergessen. Höre den Ruf der Okanide und verbinde dich mit ihrem Bewusstsein. Genau, das war's. Und ich überlege gerade, Leute. Machen wir einen Zehner rein? Wo sind wir? Wo sind wir? Oh, ja, wow. Ach, hier ist natürlich auch seine Waffe, ne? Und das hat sich ja auch geändert. Jetzt gibt es nur noch einen Schicksalspunkt. Da hat Hoyoverse so ein bisschen nachgebessert. Na komm. Einmal ist kein Mal, ne? Schade. Weißt du, so ein Back-to-Back wäre... Oh mein Gott! I'm Kachina! Kachina! The children of Echoes. I adore green fruits and would love to become more strong. Even though I'm still not much of a fighter. I should probably save all that for later, right? Then, are you hoping to go somewhere? Oh. I'm pretty familiar with these parts, so I can show you the way. Okay, zeig mir den Weg. Die bekommt er im Übrigen auch umsonst, wenn er nach Nadlang geht. Und wenn er nach Nadlang geht, bitte denkt daran, ihr könnt jetzt beim Schwimmen wieder sterben, ja? Okay, ich spreche hier nicht aus Erfahrung, ja? Nur so als kleiner Tipp. Ja. Komm, noch ein Vierer? Wäre auch richtig cool. Gönn mir mal. Ich habe nicht so viele Charaktere. Na gut, dann halt nicht. Aber cool, dass wir sie gekriegt haben. Obwohl, ich glaube, wir haben immer noch keinen Benetto, ne? Best Boy ever. Neben Kasua und Tainari. Ich habe Bennett so extrem lange im Team gehabt und wollte ihn nie austauschen. Bis ich ihn dann irgendwie... Ich glaube, nach 2 Jahren habe ich ihn dann mal ausgetauscht. Aber schweren Herzens, meine Lieben. Schweren Herzens. So, das war's. Heute meine etwas, kleinere Folge. Also wir sind jetzt bei 38 Minuten. Aber wie gesagt, ich habe Angst, dass wenn ich da runtergehe, dass ich richtig krass wieder was trigger. Und wir sind dann... Und wir dann wieder bei 1 Stunde 30 sind oder sowas. Und deswegen mache ich jetzt hier erstmal Stopp. Ruhe bitte, mein Kasu-Baby. Und ja, ich danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und bis dahin, bye bye!